Unsere drei Freunde kurften mit einem Affenzahn durch Babylon City. Rote Ampeln konnten das Team Europa im Einsatz natürlich nicht aufhalten. Woo! Woo! Schöner Shot, Nick! Wow! Woo! Ich hab grad voll den Flow! Schmeiß mir doch mal eine Brause rüber! Klasse! Ich glaube, die City-Roller-Matrosen, wir sind da. Und wo sollen wir sie anschließen? Hier sind weit und breit keine City-Roller-Stände auszumachen, Freunde. Oh, da hat einer sein Tandem direkt über drei City-Roller-Ständer geparkt. Der denkt wohl, er ist allein in Europa. So, welche Vandalen gehören hinter Schloss und Riegel? Auf, Matrosen! Dem erteilen wir eine Lektion in Sachen Zivilcourage! Das Tandem gehört bestimmt diesem perversen Grafschredakteur. Los, Freunde! Genau nicht! Ja, tritt ihm eine 8 ins Rad! Weiter, Jesse! Zack! Ja! Tritt ihm voll den Lappen ab! Mit der 8 macht er die Straßen von Babylon City so schnell nicht mehr unsicher. Und neue Schläuche braucht er auch. Immer noch leicht aufgebracht über so viel Dreistigkeit, schlossen die drei Freunde ihre City-Roller an einen Fahrradständer einige Meter weiter an und begaben sich die Stufen zum Eingang der ansehnlichen Residenz des Stadiongrafen in der Birmingham Avenue 13 hinauf. Was steht denn da auf dieser messingfarbenen Tafel neben der Tür? Alois Graf von Holzappel, Chefredakteur der Europa Today, wird für seine außergewöhnlichen Dienste am Volke Europas der goldene Turm von Babylon verliehen? Na, wer es glaubt, wird selig, Jungs. Für seine außergewöhnlichen Dienste. Unschuldige, blutjunge, pralle Mädchen hinterrücks begrapschen. Mehr hat so einer doch nicht geleistet. Mhm. Hier, das halte ich davon. Zack in den Müll damit. Leute, doch fix an der Tür, Kapitän. Stellen wir den perversen Portemonnaie-Dieb zur Rede. Onkel Weiche, ich bin nicht zu Hause. Unkenruf und Unkenflug, welche rasch wie Eurozug. Was? Der spricht in Rätseln. Ich verstehe nur Bahnhof. Wie Unke? Das wird mir langsam zu bunt, Matrosen. Der Kerl ist verdächtig. Jesse, meinst du kannst dich in die Tür hacken? Null Problemo, die hacke ich mit links. Abgeschlossen. Die kriege ich mit dem Kreditkartenset nicht auf. Keine Zeit, Matrosen. Der Kerl will türmen. Wir müssen zur Hintertür, bevor er die Biege macht. Schnell wie der geölte Blitz liefen unsere drei Matrosen um das palastartige Anwesen des Stadiongrafen und stießen an der Hintertür mit dem verdutzten Redakteur zusammen, der offensichtlich tatsächlich die Flucht angetreten hatte. Na, 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 Bürschchen, so leicht kommst du nicht davon. Wir müssen uns mal unterhalten. Meine lieben Knaben, was verschafft mir die zweifelhafte Ehre eures recht überrumpelnden Besuches? Mancher würde es glatt Einbruch nennen, aber gut. Ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet. Etwas Dunklerem, also. Wer seid ihr? Hat er gerade wirklich gefragt, wer wir sind? Bereit, Matrosen? Was ist, wenn keiner weiterkommt, wenn die Polizei versagt? Dann ist ganz klar, das Team Europa gefragt. Jesse Dinkel, unser Hacker, hat uns weit gebracht. Aus Müll baut ein Computer viel besser als die Geheimdienstmacht. Ich bin Nick Fischer, bärenstark. Hula Hoop ist, was ich mag. Ich mag Züge und Traktoren. Verbrecher haben hier keine Chance. Mein Name ist Lex Albuquerque. Und eins ist klar wie Bergkristall. Ich bin Team Europas Kapitän und löse den Fall in jedem Fall. Bist du ein Mädchen, ruf mich an. Dann lass ich dich wissenschaftlich an meine Reihensammlung ran. Team Europa, hurra!
Ah, das Team Europa. Natürlich kenne ich euch, habe doch schließlich selbst so manchen Artikel über euch verfasst. Ihr fangt ja stets dort an, wo die Polizei nicht mehr weiterkommt. Eine tolle Truppe. Aber was habt ihr nun bei mir zu suchen? Beantworten Sie uns einige Fragen. Wo waren Sie gestern Nachmittag? Ich habe mir in der Madrok Arena das Hula Hoop Europacup-Finale angeschaut. Schließlich bin ich Reporter. Und wieso haben Sie dann wildfremden Mädchen auf ihren unschuldigen, prallen, saftigen Apfelpo geklatscht und oder pervers gegrapscht? Oh, Lex. Wir haben Ihre gemeingefährliche Grapschvorrichtung genau gesehen. Beruhig dich, Lex. Ruhig, Blutkapitän. Uns wurde von einem Diebstahl berichtet, welcher in nur allzu nahem Zusammenhang mit Ihren perversen Machenschaften steht. Oder in anderen Worten, Sie wollten das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und klauen beim Klatschen. Nur zu! Rücken Sie mit Sandys Portemonnaie raus, Krapschgraf! Ihr seht das ganz falsch, ich habe nichts zu verbergen. Ihr könnt das ganze Haus durchsuchen, aber ihr werdet keine Geldbörse von eurer Sandy oder wie auch immer sie hieß, finden. Na, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Lex, quetsch ihn ruhig noch ein bisschen aus. Wir stellen die Bude mal gründlich auf den Kopf. Gestern im Stadion. Da waren sie wieder. Sie suchen mich schon seit Wochen heim. Wer sucht sie heim? Unken. Seit Wochen suchen sie mich heim. Okay. Ausgesandt von der einen, Europa zu unterjochen und in den ewigen Schlamm der Vergessenheit zu ziehen. Hm? Mir stand der Sinn nicht danach, unschuldige, pralle, saftige Apfelpos zu klatschen, sondern die Boten der dunklen Unke zu vertreiben. Aber die gerissenen Biester sind mir immer einen Sprung voraus. Und so griff meine ausfahrbare Patschenhand immer ins Leere. Oder eben in die Vollen. So, so. Eine schöne Räuberpistole haben sie sich da zurechtgelegt. Aber wir werden sehen. Jungs, habt ihr schon was gefunden? Jedi! Läuft der Crime-Detector schon? Na klar, der CD läuft auf Hochtouren. Ist auch schon zu 80% durch mit dem Haus. Bisher hat er allerdings nur ein mögliches Crime detected. Einen ungeöffneten Brief von der Gebühreneinzugszentrale. Hier ist nichts zu holen. Der Kühlschrank ist auch leer. 100% durchsucht. Ach, kein weiteres Crime detected. Die Sache stinkt. Hier ist doch was faul. Heute mögen sie ihrer gerechten Strafe entfliehen. Aber man sieht sich immer zweimal, sie perverser Grabschredakteur. Na gut, Matrosen, machen wir uns auf die Cityroller. Zurück an Bord wartet eine cremige Erfrischung auf uns. Ich wünsche euch alles Gute bei der Auflösung eures kniffligen Falls. Ein schönes Abenteuer ist das. Wenn ich noch jung wäre, würde ich gerne dabei sein. Aber heute muss ich mich mit den dunklen Seiten des Lebens, nun ja, herumschlagen. Na, da ist der Stadiongraf seiner gerechten Strafe wohl noch einmal entkommen. Unsere drei Freunde hatten derweil keine Handhabe. Doch was weder Graf noch Team Europa bemerkt hatten, war das Paar giftgelbe Augen, welches sie während des gesamten Verhörs hinter der großen Eibe im Garten des Redakteurs beobachtet hatte.